Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Kroschel hier. Wie ihr schon seht, ist das jetzt endlich das Anschlussvideo, was ich jetzt endlich, aber doch, ich lade es ja nach und nach hoch. Ihr habt ein bisschen länger drauf gewartet als ich. Ich habe meine Versprechen eingelöst, habe mich dann nach dem Videodreh direkt an den Rechner gesetzt und nochmal nachgeordert. Freue mich. Hier steht nochmal Bud Spencer, das ist das andere Video. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch, weil da habe ich euch ein ordentliches Sofa ans Ohr gequatscht bezüglich Italo-Western und so weiter. Also ich würde jetzt nicht nochmal so viele Worte verlieren. Guckt euch das Video von Bud Spencer an. Ich gehe davon aus, dass wenn ihr hier gelandet seid, euch im Zweifelsfall auch das Bud Spencer Video angeschaut habt. Wenn nicht, holt es bitte nach. Ich denke, es ist recht informativ. Trotzdem nochmal ganz kurz, falls ihr jetzt zugeschaltet habt. Wir reden hier von Bud Spencer, Terence Hill Büsten zu Die rechte und die linke Hand des Teufels von 1970 in Italien veröffentlicht, 1971 in Deutschland, dementsprechend jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt 50. Geburtstag. Deswegen super guter Zeitpunkt, deswegen habe ich gedacht, komm, passt, bietet sich an, klingt spannend. Ich nimmt nicht ganz so viel Platz weg, ihr kennt das ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Es sind noch einige große Stücke, die so im nächsten Jahr hier noch reinschneiden. Also ich habe zumindest da vorbestandermäßig noch ein bisschen was. Und deswegen, ja, wir mal ein bisschen haushalten mit dem Platz. Und wie ich ja schon sagte, von Bud Spencer, Terence Hill gibt es auch nicht so viel. Aber jetzt, wie gesagt, hier ist das gute Gegenstück zu dem jungen Mann hier. Wie ihr seht hier nochmal, ich packe es gleich nochmal aus, weil, hatte ich ja schon mal gesprochen, ist das Supercraft oder Supercraft. Machen ja keine Echtheitszertifikate in dem Sinne, sondern diese schönen Schmuckschatullen mit der Münze, dass das ein lizenziertes Produkt ist. Steht jetzt auch nicht explizit immer auf, zu welchem Sammelstück das ist. Also ich würde es wahrscheinlich auch so machen, einfach mal 10.000 Stück von den Dingern durchprägen lassen und dann ist man erstmal für die nächsten paar Collectibles abgesichert. Aber es ist trotzdem eine schöne Idee, wie gesagt, ein bisschen cooler wäre es fast noch, wie gesagt, wenn man halt auf dem jeweiligen Münze noch irgendwie vermerken würde, zu welchem Sammlerstück das gehört. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist ja auch eine relativ kleine Firma, neue Firma, glaube ich. Wie gesagt, ich habe mich jetzt immer noch nicht weiter damit beschäftigt. Vielleicht hole ich das mal noch nach. Aber deswegen, ja, nee, aber trotzdem cooler Ansatz, wie gesagt, ist ja schon, sieht man nicht alle Tage, macht ja trotzdem was her, wie gesagt, jetzt wieder meckern auf höchstem Niveau, dass man da jetzt noch irgendwas zu dem expliziten Collectible drauf haben wollte, wie ich als Sammler. Aber ja, wie gesagt, bei 300 Stück, das wäre ja dann immer nur 300 Stück so separieren. Ich meine, so kann man mal eine größere Stückzahl durchjagen und dann ist das wahrscheinlich sinnvoller. Deswegen, genug dazu. Machen wir es gleich mal schön hier, dann dreht sich das ein bisschen mit. Genau, Karton, kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Klar, wie bei Bud Spencer, nur dass jetzt Terence Hill draufsteht, Quarter Scale Bust 1970. Auch hier wieder hinten die Limitierungsnummer, die 274 habe ich jetzt hier, was war es bei Bud Spencer auch in der Dreh, ne? 236, ne? Das wäre auch cool gewesen, ne? So, ich weiß nicht, ob ihr Filmsammler seid, von diesen asiatischen Steelbook Edelschmieden, da gab es ja immer so diese One-Click Editions, das wäre eigentlich auch cool gewesen, wenn man so One-Click-mäßig beide mit der gleichen Nummer kriegt. Ich weiß noch nicht, gab es das vielleicht? Ich bin jetzt kein, also ich bin schon Erstkäufer, ich habe ja vom Händler gekauft, aber ich bin jetzt ja nicht hier Day-One-Käufer, vielleicht gab es das ja. Könnt ihr, falls ihr die selber habt oder sowas, könnt ihr mir sagen, ob jemand das Glück hat, beide gleichzeitig zu haben. Hier seht ihr nochmal ein Bildchen, was uns erwartet. Ich denke ja, hier, der sah ja auch schon so aus wie auf dem Bild, also boah, das wird ganz großes Tennis. Mach mal auf. Ich denke, uns wird schwarzes Styropor erwarten. Mein guter Battering, wie immer. Ich habe heute mit einem Clown gefrühstückt, irgendwie keine Ahnung, müsst ihr mir entschuldigen. Und es ist so warm draußen und Wärme und Sonne macht ja eh bekanntlich albern. Ich sehe gerade 14 plus, okay. Aber ich glaube, das ist. Unter 14-Jährige käme, glaube ich, auch nicht auf den Gedanken, das zu kaufen. Wieder das Styropor, hier schon wieder ausgestanzt. Sage ich jetzt nicht, wonach das aussieht, das legen wir einfach wirklich weg. Das überlasse ich in eurer Fantasie, aber es ist halt Terence Hill! Raus mit dir! Ein bisschen strammer irgendwie, habe ich das Gefühl, als doch. But. Oh, stark. Genauso stark. Also wirklich großes Lob an der Stelle wieder nochmal an Supercraft. Supercraft, wie auch immer. Ich hätte das mal nachgucken können, wie man das ausspricht. Liebe Firma, falls ihr das seht, entschuldigt bitte, falls ich es falsch ausspreche. Oder tagelt mich bei Instagram oder sowas. Oder irgendwie, wenn ihr das sammelt, könnt ihr mir irgendwie mal so ein Lautschrift irgendwie mal mitteilen. Cool. Muss aber gleich sagen, irgendwie cool, aber irgendwie der Bud Spencer war ein bisschen
knackig. Ich, genau, das guckt euch gleich an. Aber ich glaube, es ist einfach nur, weil ich mein Herz schlägt für Bud Spencer ein bisschen doller als für Terence Hill. Ich meine, für beide sehr dolle, aber schon, ich meine, ich glaube, wir sind halt einfach so starke Bartkumpels, Brüder im Geiste. Aufmachung genau das gleiche wie beim Bud Spencer. Ich stelle es jetzt einfach mal kurz Rücken an Rücken, dann können wir sie gleich nochmal zusammenstellen. Wie ihr schon seht, Höhe das gleiche. Auch wieder um die 20 cm ist natürlich ein bisschen schmaleres Karlchen, dementsprechend sind die Schultern ein bisschen schmaler. 14 ungefähr. Und in der Tiefe, da ist jetzt aus wirklich mal der Sockel der tiefste Punkt. Also gut, ein bisschen Überhang hinten an den Schultern, so 9 ungefähr. Kommt mal ran, schaut es euch an. Die Augen sind auch krass. Also die Augen sind auch wirklich jetzt wieder, ich weiß nicht, wie ihr seht, ich sehe es ja hier durch die Beleuchtung. Das Funkeln in den Augen ist wieder schön gemacht, so ein bisschen dieser glänzige Glaseffekt. Und Terence Hill hat ja wirklich phänomenal schöne Augen, wobei in den älteren Filmen ja eher so ein bisschen gräulich auch so, ne? Die sind jetzt schon sehr blau, aber weiß nicht. Aber er hat ja schon blaue Augen, ne? Aber ich weiß nicht, es gibt, ist auch je nachdem, was für eine Qualität man guckt oder was für eine Auflösung man schaut. Auch wieder sehr sauberes Hemd, ne? Das Thema hatten wir letztens schon mal. Eigentlich gerade Terence Hill rennt ja da auch immer rum wie der letzte Dreckspatz. aber ja, wahrscheinlich. Man will sich schon dreckige Büsten in den Schrank stellen oder eine Sammlung. Wie gesagt, ein bisschen künstlerische Freiheit. Geht schon klar. Haare auch wieder sehr schön gemacht. Paintjob wieder super eigentlich. Ja, klar, könnte ein bisschen mehr Details vielleicht in den Haaren heilen, aber das ist doch wie gesagt wieder meckern auf höchstem Niveau. Auch die kostet 169 Euro. Also wie gesagt, beide zusammen für ein bisschen mehr als 3, also nicht mal 350 Euro. Ist schon ein guter Preis für die, wie gesagt, für die Qualität und für so ein Nischenprodukt, muss man ja auch sagen. Das Thema hatten wir auch schon mal in dem anderen Video gehabt, dass das ja, wie gesagt, schon gut in Deutschland schon sehr beliebt, aber scheinbar nicht so breit beliebt, dass die Leute quasi jetzt, also oder bei Sammlern jetzt nicht so beliebt oder so Leute, die für sowas halt Geld einnehmen würden. Also das ist ja, man muss halt quasi Sammler und Bud Spencer verrückt sein, um dann quasi das zu sammeln. Und gibt es auch aktuell ja immer noch, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wann der offiziell rausgekommen ist. Ich habe gerade gesehen, auf dem Boden steht Copyright 2020. Guck mal, ich stelle sie jetzt nochmal so nebeneinander. Jetzt habt ihr sie einmal Rücken an Rücken gesehen. Klasse, oder? Also brauchen wir nicht reden. Das ist schön. Man sieht sofort auf Anhieb, ohne dass man aufs Namensschild guckt, weiß man, wer da gemeint ist. Hier. Weiß gar nicht, wie gesagt, was ich noch groß sagen soll. Ich habe euch letztes Mal ja schon so ein, wie gesagt, so ein Kotelett ans Ohr getackert. Ich bin froh, dass ich es beide habe, muss ich sagen. Tut mir leid, dass ich erstmal an der Stelle vielleicht an dass ich ein bisschen skeptisch war. Also ich auch an die, ich hatte es in dem englischen Video gesagt, stimmt, das wollte ich jetzt, habe ich es im deutschen Video noch nicht gesagt. Die junge Dame, die das nämlich hier im Alleingang gemacht hat, die hat das quasi, steht hier auf dem Karton, also beim Bud Spencer Schatz, genau. Skyped in Penny bei Mariam Naderi, die ist auch gesagt bei YouTube, bei Instagram. Und das ist halt wirklich der, das komplett im Alleingang gemacht. Das sieht man auch viel, da geht man wirklich auf der Instagram-Profil, ich verlinke sie vielleicht auch mal unten. Da sind nämlich ganz viele, sie postet ganz viele Fotos, sie hat das 2019 gemacht, da sind ganz viele Fotos, wie sie quasi da das, die Prototypen gemacht hat, gemalt hat, gebaut hat und so weiter. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ja, wie gesagt, Entschuldigung nochmal an der Stelle, dass ich skeptisch war. Die Skepsis war nicht begründet. Das ist auch schön. So rum ist mir es immer lieber, als wenn man hohe Erwartungen hat und dann enttäuscht wird. Muss auch dazu sagen, dass ich auch wirklich versuche, immer keine Unboxings zu gucken oder auch nicht so viel mich zu spoilern, gerade von Sachen, die ich schon lange vorbestellt habe oder Sachen, die mich interessieren. Selbst hier war es eher so dem Zufall geschuldet, dass sie mir wieder mal über den Weg gelaufen sind und ich dann dachte, ach, guck mal, gute Idee. Und wie gesagt, ich habe ja gesehen, dass da noch nicht so viel auch bei YouTube ist. Das ist ja auch immer ganz gut. Ich versuche ja auch euch immer Sachen zu zeigen. Das wisst ihr ja, ursprünglich ist das ja der Ansatz meines Kanals, euch auch immer so Sachen zu zeigen, die vielleicht noch nicht so, die ihr nicht an jeder Ecke bei YouTube findet. Ich bin ja eben genau wie bei der Underdogs. Genau. Machen wir es kurz. Wenn ihr bei Spencer Terence Hill Fans seid und ein bisschen Geld übrig habt und noch ein bisschen Platz habt, holt ihr euch. Also wirklich. Wer auf Büsten steht, wer bei Spencer Terence Hill mag, wie gesagt, wie wir schon sagten, viel Auswahl gibt es ja nicht. Jetzt überlege ich natürlich ernsthaft noch, ob ich mir doch nochmal ein Unboxing angucke von den Six-Scale-Figuren, die passen ja dazu, von dieser gleichen Film, aber na, ich glaube, dafür habe ich den Platz nicht. Ich glaube, die Büsten kriege ich ja schön unter, die kriege ich auch schön drapiert, vielleicht auf dem Klavier oder irgendwie vielleicht so links und rechts am Bett oder sowas. Das wäre auch cool, ne? Ich überlege mir schon was Schönes. Mal gucken.
In diesem Sinne, danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst beim nächsten spannenden Video. Mal sehen, was wir uns als nächstes zusammen angucken. Oder je nachdem, wann ihr halt auf welches Video klickt. Viel Spaß noch auf meinem Kanal oder bei was auch immer ihr jetzt als nächstes tut. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.